Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Eukalyptus-Freunde. Wir sind wieder in Moosweiler, wir sind wieder im Mittelalter und wir sind bei großflächig angelegten Bauvorhaben. Ach so, ja, ich erinnere mich, wir wollten hier die Ackerfelder hochziehen. Hier haben wir die neue Scheune für hier Dingens, für hier Weiden hochzuziehen. Da war was, jo. Hier unten sind wir gerade noch ein paar Häuschen. Naja, gut, wir ziehen hier nicht wirklich was hoch. Einer ist hier damit beschäftigt, den Wald ein bisschen umzugraben. Das ist gut, der hat wenigstens eine Aufgabe. Ansonsten, lass mich kurz nochmal Revue passieren. Wir hatten hier ja so ein bisschen das Problem jetzt zum Neujahr, dass unser Essen ein bisschen weggebrochen ist, wenn ich mich da recht entsinne. Gut, hier auf den Feldern läuft ja noch alles relativ. Läuft es auch noch. Da ist noch okay. Da kann man ein bisschen anpassen. Da müssen wir auch ein bisschen anpassen. Das ist nur Klee, das interessiert uns nicht. Und ja, wir hatten doch, glaube ich, auch hier so ein... Hallo? Ah. Wir hatten doch hier, glaube ich, auch so ein paar Problemchen. Nahrungsmittelvorräte sind knapp. Hat keine Spur. Also jetzt, nachdem wir Kleidung so weit erschlagen haben, Flachs etc., den haben wir ja hier im Anbau. Brauchen wir jetzt auch noch Schuhe. Das Problem ist, Schuhe braucht Leder. Leder braucht Kühe. Kühe sind wir gerade erst am Hochziehen. Ist also jetzt nicht unbedingt ganz so einfach jetzt mit. Also, okay. Ach so, nee. Wäre schön, wäre nice to have, haben wir im Moment nicht. Wunderbar. Okay, Arbeiter. Ja. Wir müssen unser Dorf auch irgendwie ein bisschen... Jetzt gehen wir weg. Wir müssen unser Dorf auch ein bisschen schöner kriegen, damit wir hier vielleicht noch so den einen oder anderen dazu bekehren können, seinen... Ja, wie soll ich sagen? Seinen Erstwohnsitz bei uns in die Region zu verlagern. Was ist hier los? Ist doch alles gut. Willst du denn? Die lässt gar nichts nach. Hör auf mit dem Unsinn. Wir hatten auch noch hier irgendwas. Hier wollten wir was bauen, aber meinst du, ich wüsste jetzt noch genau, was das war, weil das hier sollte... Ach so, jetzt weiß ich wieder. Das hier war, weil hier die Scheißecke war, gell? Ja, genau. Hier hatte ich so ein bisschen abgesteckt, wo wir hier wirklich sinnvoll bauen können. Also jetzt noch ein paar Häuschen hochziehen können. Und hier sollte dann am besten nicht, weil das hier ist Muchgebiet. Das wollen wir nicht. Gut, ansonsten, wir liegen noch knappe 100 Gold davon weg, nach Tier 3 zu kommen. War Tier 3 noch? Jo, nächste Stufe 3, jo. Also 100 Gold ist wirklich okay, statt ist machbar. Das müssen wir auch jetzt in der Folge irgendwie durchkriegen. Egal wie lange das jetzt dauert, wir müssen auf Tier 3. Ich bin das leid, hier im finsteren Mittelalter rumzuhängen. Ich will wenigstens Waffen herstellen können, beziehungsweise da haben wir auch Eisen in dieser Folge noch. Zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir Eisen hier schmieden können. Das ist jetzt egal, wie lange das dauert. Wir ziehen das jetzt durch. Und wenn das jetzt über die 20 Minuten oder halbe Stunde geht. So, was haben wir hier? Temporäre Unterkunft. Achso, das war hier für das Arbeitercamp. Was haben die eigentlich nochmal gemacht? Die sollten Stein noch klöppeln. Okay, das ist auch nicht mehr so viel. Da müssen wir auch demnächst mal... Wobei, an Stein haben wir jetzt nicht direkt einen Mangel, aber... Wir müssen trotzdem mal gucken, denn wir werden noch jede Menge Stein brauchen. Ich weiß, hier oben gibt es noch irgendwie ein größeres Feld, aber dann verließen sie ihn auch schon. Da haben wir noch ein bisschen, aber das ist alles nicht wirklich ergiebig. Ja, alles nicht optimal, aber machbar, was wir hier haben. So an Voraussetzungen. Also mal gerade gucken, gibt es hier eigentlich schon irgendwelche... Drei Tiere. Ah. Nee. Okay, wir sind hier. Das ist schön für... Benötigen... Oh, nö. Oh, nö, was denn jetzt schon wieder? 96 Schuhe, 47 Leinenkleid. Oh, Gott.
Okay, wir haben das Problem mit den Kleidungen dann doch scheinbar noch nicht gelöst. Das ist aber ganz schlecht. Lass mal gerade gucken. Wo war denn das? Warst du das? Ja, das ist der Schuster. Das ist zwar auch schön. Oh Gott, der hat letztes Jahr ganze 4 Schuhe gemacht. Das ist ja ein Traum. Arbeitercamp. Was macht ihr eigentlich? Was ist euer Auftrag? Ihr geht Holz schlagen. Okay. Du bist die Weberei. Was habt denn ihr so produziert? Ihr habt 16. Das ist aber jetzt nicht wirklich viel. Ja, uns fehlt das hinten und vorne an Arbeitern. Das ist ja furchtbar. Und so richtig was reißen hier wegen Kühen können wir im Moment halt auch noch nicht. Ich kann jetzt nicht anfangen, hier die Herde wegzuschlachten, während wir hier versuchen, gerade noch was aufzubauen. Das wäre auch so ein bisschen kontraproduktiv, das Ganze. Naja. Wie gesagt, alles gerade nicht so 100% optimal, aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gerade keinen besseren Weg. Mal gucken, wir wollten ja hier auch noch aufbauen. Was ist denn mit euch? Was habt ihr denn so für Sorgen? 4 Jahre und schon unzufrieden. Mein Gott, was ein Leben. Hey, Kinder sind unzufrieden, damit kann ich aber leben. Fellmantel. Okay, wenigstens den Erwachsenen geht es gut. Das ist schon mal viel wert. Die Kleinen können eh noch nicht arbeiten. Wer das jetzt gehört hat, wird mir wahrscheinlich die Pest an den Hals wünschen. Das macht aber nichts, damit komme ich gerade klar. So, jetzt haben wir hier, das ist der Markt. Markt zu haben ist immer gut. Da haben wir einen geschmückten Stamm, benötigt Arbeitskräfte. Wer bist du? Die Säge, nein, wirklich nicht. Also ihr braucht jetzt gerade überhaupt keine Mitarbeiter, ganz sicher nicht. Also wir sind bei 191 von 211 möglichen Leuten. Also ich bin jetzt eigentlich so ein bisschen geneigt, hier nochmal ein bisschen nach den Wohngebieten zu gucken. Das Problem ist, guckt euch das Gelände an. Wie willst du hier vernünftig viele Häuser hochziehen? Hier wäre halt noch so eine Maßnahme, aber da ist dann auch schon wieder so die Lebensqualität so ein bisschen... Wenn ich auch nicht ganz genau weiß, warum. Also hier ist noch Kohle. Was haben wir hier? Stein liegt da noch in so einer Landschaft rum. Das hier ist die Kohlemine. Ah. Aber wenigstens ist es gerade wie hier das Ding. Ich weiß nicht, wie ich hier was Gescheites hochziehen soll. Vielleicht können wir hier auch so eine Obstplantage oder irgendwas hinsetzen. So, dass man die hier ruf irgendwo, was weiß ich, hier irgendwo hin verlegt. Werden die Herren und Damen hier zwar auch nicht unbedingt begeistert von sein, zusammen mit der temporären Unterkunft, aber vielleicht ist es doch gar keine dumme Idee. Wir probieren das jetzt einfach mal. Gucken mal, was passiert. Also, du. Du gehst. Beeinflusst das eigentlich tatsächlich so viel? Weil hier ist ja auch nichts rot rundherum. Oder ist das einfach nur, dass das halt eben da ist? Gelände zu steil. Jetzt ist es so wegdrehen. Ja, nee, das ist alles nicht das, was ich jetzt gerade meine. Ist das Arbeitercamp jetzt tatsächlich ein Problem an der Stelle? Oder ist das denen im Grunde... Wenn er irgendeine Auswirkung hattet. Also man sieht ja auch, da ist es rot. Da ist es genauso rot. Hier hätte man noch einen Platz können. Dann wären wir aus dem Shit möglicherweise zumindest mal zum großen Teil rauskommen. Wir probieren das jetzt einfach. Dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Aber das kriegen wir auch hin. Dann setzen wir hier noch einen dran. So, dann müsste das doch eigentlich funktionieren.
Das Ding sind sie am Abreißen. Das können wir dann auch hier irgendwo hinsetzen. Zumindest mal so der Plan. Aber das ist eine temporäre Unterkunft. Eigentlich dürfte das kein Thema sein, wenn wir die da hinsetzen. Das ist ja jetzt nicht so, dass die da Party veranstalten. Die sind ja fertig von der Arbeit. Also das ist alles gerade so ein bisschen experimentell, was ich hier mache. Aber ich behaupte einfach mal, das könnte funktionieren. Wissen tue ich natürlich nicht. Dann können wir hier wenigstens so in der Tiefland ein bisschen was reinbauen. Ja, gleich mal gucken. Weil hier sieht es ja zum... Obwohl, ne, wirklich gerade ist das hier alles nicht. Aber wir gucken einfach mal. Jetzt lassen wir die erstmal umziehen. Wow, das ist eine Menge Holz, die da rumliegt. Die hätte ich auch ganz gerne. Lass uns mal kurz... Wo drin wurden jetzt nochmal Baumstämme aufbewahrt? War das Stapelplatz? Ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher. Ach, das sind nur Pilze. Ich bin mir nicht 100% sicher. Wir gucken jetzt mal. Was ist hier los? Nutzt hier Hunger? What? Warum habt ihr Hunger? Futterqualität ist okay. Futterratte, naja. Versteht nicht. Ich verstehe einfach nicht. Also okay, hier versteht gerade noch so, aber hier versteht nicht, warum da jetzt nicht die Geburtenratte höher sitzt. Aber vielleicht kann mir das ja einer von euch erklären. Gucken wir mal. So, ihr baut hier gerade ab. Das ist sehr schön. Dann können wir das hier auch schon mal wegreißen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Wo lauft denn ihr hin? Direkt abgebautes Material zu... Was? Wo? Geht ihr denn jetzt in... Achso, das sind Bergarbeiter. Forget, was ich gesagt habe. Ach ja, die brauchen ja... Das war die temporäre Unterkunft. Okay, eigentlich dachte ich, die gehört zu denen zum Arbeitercamp. Das habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das können wir, da können wir ein bisschen entgegensteuern. Also hier ist doch bestimmt irgendwo... Vielleicht auch nicht. Oh, das war jetzt nicht gut überlegt. Ach komm, Mann. Hier muss doch irgendwo noch ein Plätzchen sein für so eine beschissene Unterkunft. Da haben wir eins. Das ist zwar jetzt... Auch nicht unbedingt geil, wie das da angelegt ist, aber ganz im Ernst, wenn es funktioniert, soll mir das egal sein. Was das auch nicht tut. Hallo? Ach komm. Kein Mensch würde jetzt hier entlang laufen, ganz ehrlich. Wenn ich hier schaffe, gehe ich darüber und dann bin ich zu Hause. Aber egal. Ich hinterfrag das nicht. Das macht nur unglücklich, wenn ich das anfange zu hinterfragen. So, jetzt sind wir uns der Kleiderproblematik hier noch an. Jetzt wird das wieder nicht angezeigt. Ach Mann. Ihr baut Bohnen und das sind auch Bohnen. Was macht denn mein Flachsfeld? Also damit fangen die jetzt erst wieder an. Da können wir eigentlich auch noch einen Arbeiter mal draufsetzen. Wir haben zwar eigentlich generell zu wenige, ich wüsste aber jetzt tatsächlich nicht, wie ich die schneller hier reinholen sollte. Oh, na toll. Das, glaube ich, habe ich sogar gesehen. Das Gebäude stehen in Flammen. Haben wir hier irgendwo einen Brunnen in der Nähe? Ach ja, hier. Ja gut, dann sollte da eigentlich kein großes Ding sein. War doch nicht, das ist nämlich schon
gelöscht. Und wir sind bei 2000. Ey, wir können tatsächlich jetzt hier und so. Dann tragen wir den ganzen Scheiß mal zusammen, bevor wieder an irgendwas fehlt. Hier eigentlich noch irgendwas. Oh, da haben wir tatsächlich noch Zeug drin. Ich habe es gesagt. Wir werden Tier 3 erreichen. Ist mir egal wie. Ist mir auch egal, wie lange das dauert. Aber wir werden es erreichen. Und wir haben es sogar noch innerhalb der Zeit geschafft. Yay. Ja, das ist schön, dass du Würmer hast. Jeder kann sich ja sein Haustier aussuchen. Dann sollten wir auch langsam mal schauen, dass wir hier vielleicht ein bisschen Militär zumindest mal bereitstellen, wenn hier wieder Halligalli ist. Bereit zum Anbau. Wo bist denn du? Achso, das ist hier das wieder das Gedönsefeld. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. So. Keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, ob das so 100% gut ist, wie ich das mache. Aber hier haben wir... Warum haben wir denn da einen Bauer drin? Warum ist da ein Bauer drin? Ich weiß es jetzt nicht. Und normalerweise würde ich sagen, das ist kackegal. Ein Händler. Der Händler hat keine Schuhe. Der Händler hat auch keine Mäntel. Scheibenkleister. Er ist so unnötig wie ein Sack an der Seite. Okay, wir sind am Umbauen. Schön. Wo war ich jetzt dran? Ach so, hier wegen den Dingens. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir den Bauern jetzt zwangsläufig bei Klee brauchen, weil das ist ja eigentlich nur Futter für die Tiere. Ich lasse den jetzt da mal drinstehen, einfach weil ich gerade keine bessere Idee habe. Das ist doch völlig in Ordnung. Das ist nicht ganz so in Ordnung. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist auch ganz und gar nicht in Ordnung. So. Also ich meine, ich bin kein Landwirt. Ich habe auch keine Ahnung von der Materie. Aber es kommt mir halt immer noch so komisch vor, dass der hier quasi für jedes Mal, wenn da irgendwas anderes... Wir haben Ratten. Für jedes Mal, wenn da was anderes angebaut werden muss, dass sich da der Boden so massiv ändert. Vielleicht kann mir da ja irgendwer von euch mal sagen, ist das realistisch? Ja, wir haben Ratten, das finde ich sehr, sehr ungeil. Also Ratten muss ich jetzt nicht unbedingt hier haben. Vor allem, habt ihr mal versucht, eine Ratte zu fangen? Das ist das reinste Drama. Die Viecher sind ja tatsächlich auch noch echt intelligent, muss man ja sagen, wie es ist. Also wenn einmal eine Ratte eine Falle erkannt hat, die geht da nicht mehr rein. Damit musste ich mich tatsächlich schon mal beschäftigen. Das ist kein Spaß. Jo. Ich komme direkt. Hier überhaupt keinen Platz für den... Setzt man dahin. Der hat nämlich, wenn ich mich recht entsinne, keinen Einfluss auf die Leutchen hier. So, Bauer Paul, was hast du denn Geiles? Nix. Keine Schuhe, keine Mäntel. So, ne, das ist ja immer noch der Mopphändler. Du kaufst Waren, das finde ich sehr gut. Leute, die Waren kaufen, gerade gebrauchen. Ansonsten Hemdchen hast du keine. Schüchen hast du, glaube ich, auch nicht. Wohl doch. Aber viel, 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 viel zu teuer. Mäntel hat er. Wenn sie im Ernst hat, ist eigentlich zu teuer.
Nee, das ist, das finde ich ungeil. Das machen wir nicht. Ja, hey, wir sind auch jetzt endlich in Tier 3. Wunderbar. Da sieht's, naja, noch nicht ganz. 13. Komm, wird fertig. Also zumindest hier so die Häuschen und so, das ist schon mal ein kleines bisschen angepasst. Komm, hau raus. Wird fertig. Ich muss heute noch ein Brot kaufen. Wird fertig. Oh nö. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wie gut, dass wir eben noch schnell im Eilverfahren hier den Kram gemacht haben. Ja, nicht verbessern. Ihr Mutigen. Ja, unbedingt kommt ihr hier hin, aber ganz, ganz sicher. Wo kommen die Affen? Müssen doch eigentlich von hier irgendwo angeeiert kommen. Da kommen sie. Die gehen wir jetzt direkt abfacken. Hier, das ganze Dorf jetzt auf den Haufen da. Macht sie fertig. Ist mir egal wie. Okay, das war vielleicht eine blöde Idee. Ich gebe zu, das war eine doofe Idee jetzt. Das hat uns echt Leute gekostet, gerade die Aktion. Ja, 15 Dorfbewohner gestorben. Alter Schwede. Das war jetzt nicht das Cleverste, was ich je gemacht habe. Es war gut gemeint, aber schlecht gemacht. Aber pff, ganz im Ernst, was wollen sie denn klauen? Wir haben ja nichts mehr. Ich will euch auch früher drüber nachdenken. Was passiert denn da? Was zur Hölle geht denn da ab? Schleppen die jetzt Leichen durch die Botanik? Ja, ja, Theater. Das ist auch jetzt gerade mein oberstes Problem hier. Dass wir kein Theater haben. Das ist gerade alles, wo mein Seelenheil dran hängt. Boah, das sind echt viele. Bin ich ganz early. Ich weiß noch nicht, wie wir das hier gerade auf die Pfanne kriegen sollen. Wir müssen hier irgendwie mal eingreifen, das geht so nicht. Okay, egal, lass die ziehen. Spielt keine Rolle, da kann nicht viel bei passiert sein. Gold haben wir immer noch. Materialien haben wir auch immer noch. Nahrungsvorräte sind auch in Ordnung, zumindest. Komm, ist egal. Wenn die irgendwas geklaut haben, dann sollen sie damit glücklich werden. Jetzt. Wir haben ganz schön aufs Maul gekriegt, wir allerdings auch. Zwei Dorfis sind krank. Ja, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt weniger. Da machen wir unsere Weide draus. Da haben wir auch noch. Weide. Moment. So, da Leute, sind wir wieder. Ja, jetzt habt ihr auch mal gehört, wie sich mein Telefon denn dann so anhört. Es ist auch jetzt nur eine Stunde oder so später und ich bin gerade schon wieder völlig aus dem Thema raus. Ich habe aber gerade noch gesehen, da werden Menschen geheilt. Das finde ich gut generell. Oh Gott, wo waren wir denn jetzt hier dran? Ach so, wir waren ja hier noch in unserem Projekt. Unser Dorf soll größer bzw. auch schöner werden. Da war doch was.
Die Frage ist, was bringt das jetzt, wenn ich hier über das gesamte Areal nochmal so eine Begradigung ziehe? Hat das irgendeinen Effekt? Oder ist es vielleicht einfach sinnvoller, wenn ich jetzt hier gucke, wo kriege ich ein Haus hin? Und wo kann ich dann vielleicht noch irgendeinen Deko-Scheiß oder so hinschmeißen? Das ist sehr schön. Das freut mich, dass ihr die Dorfbewohner heilt. Okay, was haben sie mitgeholt? 17 Räucherfisch. Ja, mein Gott, also. 17 Räucherfisch gegen 13 getötete Plünderer. Ja, aber dafür auch 16 getötete Dorfis. Das ist jetzt nicht so geil, aber der Rest ist voll okay. Damit komme ich klar. So, also wir waren ja hier noch bei der Frage, macht das Sinn, hier das ganze Ding mal einzuebnen, was überhaupt nicht funktioniert? Ganz ehrlich, Crate, warum geht das nicht? Könnt ihr da nicht mal irgendwie ein bisschen... Also das hier ist lächerlich. Es wäre sehr, 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 sehr schön, wenn das mal funktionieren würde. Wir gucken jetzt einfach mal. Das ziehen wir jetzt mal alles auf eine Ebene. Bis wo sind wir jetzt hingegangen? Bis da. Gut, dann überlappen wir das hier ein Stück. So, dann haben die was zu tun. Da kommen die auch nicht auf dumme Ideen. Und dann gucken wir mal. Mit dem Haus steht in Flammen. Ja gut, das passiert immer wieder mal. Neuer Dorfbewohner geboren. Happy Birthday. Feldfrüchte wegen Krankheit. Was für eine Krankheit. Bohnenwelke. Na gut, wir sind ja jetzt bei Erbsen. Das dürfte jetzt kein so großes Ding sein. Hoffe ich zumindest. Wenn doch, dann haben wir Probleme. Aber da machen wir uns dann Gedanken drüber, wenn es soweit ist. Jo, das kommt in den besten Familien vor. Da wird wieder fleißig gebrannt. Sind wir auch wieder bei 40 im letzten Jahr produziert. Was liegt denn eigentlich noch so im Kontor rum? Da liegen 100 Steine drin. Und 300 Eisen. Warum liegen denn da 300 Eisenerz drin? Und warum liegt hier Stroh rum? Und warum ist das Geld noch nicht auf dem Konto? So. Dann sieht das ja auch schon mal ganz gut. Ja, ich weiß. Okay, die Fruchtbarkeit ist ja mal echt am Arsch. Die ist ja mal so richtig fett am Arsch. Macht das Sinn? Wir machen das hier mal anders. Wir schmeißen hier den Bauern mal raus. Dafür holen wir hier noch einen Klee mit rein. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir werden es sehen. Oh, dann so zum Ende des Jahres. Zwei Dorfis sind krank. Das ist sehr tragisch. Was sagt denn eigentlich? Er hat noch hier irgendwo gerade eben einen Rattenfänger hingeballert. Wo war denn das jetzt? War das nicht der hier? Nee. Der da. Der wart. Und der kommt von da aus nicht an die... Ach komm ey. Hier. Und jetzt geh die scheiß Ratten aus dem Lagerhaus holen. Er schließt sich mir zwar... Jetzt geht das wieder nicht da runter. Okay, ich sehe nicht, was hier unten noch an Rohstoffen drin liegt. Kann ich das hier... Ne, kann ich auch nicht wegblenden. Ach Gott, naja, dann kann ich nicht ändern. Dann sehe ich halt eben nicht. Ich brauche ein bisschen größeres Hut, sonst sehe ich generell nichts. Beziehungsweise dann kann ich halt nichts mehr lesen. Ist halt nur ein kleiner Monitor, damit wir jetzt mal so klarkommen. Wenn irgendwann mal die Kohlen da sind für einen größeren... Dann wird das vielleicht einfacher, aber jetzt im Moment muss das mal so gehen. Bist du der... Ja, du bist der Rattenfänger. Ne, bist du nicht. Wo ist denn der Rattenfänger?
Ah. Ja. Sie scheint wahnsinnig erfolgreich zu sein in ihrem Job. Nur wenn da einfach mal die Hütte in Flammen steht. Da läuft eine. Ich hab's da. Ich hab's gesehen. Naja, gut, ich lasse die Rattenfingerer mal ihren Job machen. Da wird repariert. Finde ich auch gut. Was war denn das überhaupt? Ein Lagerhaus. Die Dudine ist immer noch im Lagerhaus. Sogar. Ich lasse die jetzt einfach. Jetzt habe ich sie befehligt. Doch nein, nee, das darf doch nicht wahr sein. Komm, geh da rein. Geh wieder da rein. Du stehst da, wo ich hingesagt habe. Okay, unser Lagerhaus wird jetzt eben von Ratten gefressen. Dann kann ich das auch nicht ändern. Folgendes. Ach, hier haben wir die Weide auch schon so festgelegt. Gut, Futterqualität geht hoch. Das finde ich schön. Dann können wir ja bald anfangen, hier gemütlich unser Leder zu produzieren. Was ist hier los? Wett. Brunnen ist fast versiegt. Das ist schlecht. Don't like it. Wo haben wir denn hier noch einen Brunnen? Da oben. Das mag mir nicht gefallen. Fehlt denn zum Verbessern? Nicht Bedingungen, bla. Eisen. Okay, ja, aber wir sind ja jetzt. Das können wir vielleicht auch noch gerade machen, so zum krönenden Abschluss des Tages. Naja, hier ein Eisenvorkommen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht. Wir haben hier ein Kohlevorkommen, was genauso gut ist. Hier haben wir auch noch eine Kohlemine sogar, die ganz gut fördert. Naja, so gut das eben mit zwei Leuten funktioniert. Und dann würde ich sagen, wir machen uns eine Eisenhütte. Nennt sich das so? Ich bin mir gerade unsicher. Stufe 3 Möbel, ne, Brauerei, ne, Gießerei müsste es doch gewesen sein. Die stellt doch, ja, die stellt Eisen her. Das hätte ich mir ja fast so, hätte ich ja fast erwarten können. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das. Wie weit ist denn der Einflussbereich von dem Ding? Oder, ne, die. Okay, viel beeinflussen tut die nicht. Hier könnte man die hinsetzen. Bringt das was generell? Ist das eine gute Idee oder ist das dann eher Blödsinn? Ich würde sie halt eigentlich wahnsinnig gerne hier hinsetzen, irgendwo. Da haben wir wieder einen Berg. Komm, wir sind ja sowieso gerade hier großflächige Erdarbeiten am machen, dann. Geht da wieder nicht, weil das zu groß wäre. Ach, Spiel, manchmal bist du echt anstrengend. Warum ist das denn zu groß? Mach irgendwas da draus. So, hier ist. Das sieht auch nicht wirklich viel gerade aus wie vorher. Naja, guck mal gleich mal, wenn die da fertig gewerkelt haben. Obwohl doch, ein Stück weit schon. Ein Stück weit. Zwar alles in einem sehr deutlichen Rahmen, aber so ein Stück weit geht das. Ja, Happy Birthday. Gut, dann gucken wir hier gerade noch. Dann noch Gerberei. Wir haben letztes Jahr gar nichts produziert. Boah, ist das bitter. Ist das so bitter. Was sagen denn so meine Angestellten?
Das ist auch alles, naja, nicht so richtig gut, aber auch nicht so richtig scheiße. Also, das ist so, Wir brauchen halt immer noch massiv mehr Leute. Und ich meine wirklich massiv viel mehr. Können wir jetzt eigentlich... Können wir jetzt eigentlich... Ja, hier könnten wir jetzt Häuser hinsetzen. Funktioniert das auch noch? Ja, das würde funktionieren. Ja, komm, dann bauen wir hier doch mal Häuskens hin. Abermals, ich habe keine Idee, ob das eine gute Idee ist, die ich da habe. Aber wir machen das jetzt. Wir probieren das jetzt. Haben wir hier einen Brunnen in der Nähe? Das sieht nicht wirklich brunnig hier aus. Wo waren denn jetzt die Brunnen? Da waren die Brunnen. No, da ist kein Brunnen wide and bright. Dann setzt man da hin. Oh Gott, das wird auch immer mehr. 97 Schuhe, 93 Mäntel und 44 Leinen. Ja gut, das mit den Leinen ist ja einfach, aber wie ich die Mäntel beikriegen soll. Ich meine, wir haben jetzt hier halt eben leider Gottes nicht wirklich viele Tiere, die wir jagen können. Das ist halt ein massives Problem. Und es kann zwar sein, dass ich in dem anderen Spielstand mal gesehen hatte, wo hier Tiere sind, aber jetzt gerade im Moment kann ich jetzt echt nicht mehr sagen. Das ist nicht geil. Ach, das ist nur eine Ebene. Ich dachte gerade, was ist denn da so riesig? Ja gut, ist hier im Moment sowieso Winter. Naja, dann machen wir das eben in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass mal wieder eine Unterbrechung mit drin war. Dafür wisst ihr aber jetzt wenigstens, wie sich mein Telefon anhört. Ist ja auch schon mal was wert. Ihr Lieben, ich würde sagen, da wir jetzt wieder im schneebedeckten Moosweiler angekommen sind, machen wir an der Stelle jetzt nochmal auch mal Feierabend. Da haben wir immerhin einiges geschafft. Wir haben Banditen 1 auf 12 gehauen, wir haben unsere Bevölkerung erfolgreich dezimiert und wir sind endlich in Tier 3 angekommen. Und mit viel Glück kriegen wir dann auch nächstes Mal endlich unsere Schmelze. War es jetzt die Schmelze? Ich glaube ja. Kriegen wir die aufgestellt und dann... Denke ich, kann es hier auch fortschrittlich mal ein bisschen nach vorne gehen. Und dann hoffe ich auch sehr, dass wir unser Bevölkerungsproblem hier mal so ein bisschen in den Griff kriegen. Das mit der Nahrung haben wir ja scheinbar irgendwie ganz gut hingekriegt. Das scheint ja zu funktionieren jetzt. Aber wir haben trotzdem noch jede Menge Baustellen hier offen. Und das meine ich jetzt nicht, dass wir hier Häuser bauen, sondern wir haben hier halt schon einige Probleme, wo wir noch ran müssen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Ihr Lieben, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge Farthest Frontier wieder mit dabei. Oder gerne auch auf einem anderen Projekt vom Channel. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao.